Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast, Simon. Ah, ja. Gut, wir brauchen Kaffee. Der Kaffeeautomat ist kaputt, also müssen wir irgendwie... Was heißt, ist kaputt, aber der hat keinen Kaffee mehr. Und wir müssen Kaffee holen. Und wir betrachten noch einmal die Schalen und Krüge der Maya. Da ist eine Kaffeeschale der Maya. Genau. Seht mal, in der Schale ist etwas, das wie Kaffeebohnen aussieht. Etwas, das wie Kaffeebohnen aussieht, muss nicht unbedingt Vielleicht Kaffee kann ich sein. Hiermit Kaffee für Frau Dr. Oliver kochen. Es kann so Kaka von Ziegen oder so. Oder Ziegen, ja. Ja, auch. Also, haben wir schon genommen, ne? Ja, haben wir. Okay. Ab zu Willi. Willi, ich hab Kaffee. Da hab ich wahrscheinlich keinen Bock mehr. Wahrscheinlich nicht. So wie ich ihn kenne. Ja, wir kennen ihn schon gut genug. Willi, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Bitte schön. Ich weiß nicht. Sieht wie Kaffee aus. Mhm. Aber es sind Bohnen. Und die verdammte Maschine funktioniert nur mit gemahlenem Kaffee. Na gut, dann müssen wir das mahlen. Mahlen? Vielleicht, ja. Mahlen nach Zahlen. Haha, nein. Mahlen. Hat die Frau irgendwelche Gerätschaften hier, die wir benutzen können? Ich habe keine Ahnung, wozu diese Klapperkiste dient. Okay. Was macht sie da? Betrachte Koffer. Wasserspender. Ich muss diese Verrückte dazu bringen, das Kruzifix zu restaurieren. Elektroschleife. Das erinnert mich an den von Dr. Südo, meinem Zahnarzt. Cool. Das geht nicht. Erst mit einem Kabel am Tisch befestigt. Vielleicht geht das mit dem Elektroschleifer. Ja. Vielleicht kann ich mit dem Schleifer die Bohnen zermahlen. Ja, ich habe das schon mal vorgespielt. Nicht, dass ihr euch wundert. Von allen. Es hat funktioniert. Jetzt ist diese Kaffeesorte gemahlen. Okay. Ja, weil sonst irrt man hier zu viel rum. Das. Aber ich kenne gar nichts. Also gar generell, nichts. Aber also wir spielen so das viel. Halbblind, auf einem Auge blind. Ah, ich habe zwei Augen. Naja, ich bin zwei das Viertel. Eine, du das andere. Genau. Zwei Viertel, einen zweiten. Auf dem ja. Ein halbes, zwei Viertel. Okay. So mit drei Neuntel. Oder vier Sechsel. Hallo. Willi, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen Mach doch kannst. Mal. Mist, Mann. Bist du sicher, dass dieses Zeug Kaffee ist? Ja. Es ist wirklich ein guter Kaffee. Meine Lieblingssorte. Es ist nicht so, dass ich dir nicht traue, Kollege. Aber ich liebe keine Überraschung. Ich besorge immer ein und dieselbe Marke für den Automaten. Da weiß man, was man hat. Aber weißt du, was wir oben im Papierkorb gesehen haben damals? Vor ein paar Folgen. Die leere Packung vielleicht. Genau. Okay. Da ist eine leere Kaffeepackung. Nimm doch den mal mit. In Ordnung. Sie könnte genau das sein, was ich brauche. Ja. Sie ist leer, duftet aber noch leicht nach Kaffee. Sehr schön. Das ist es. Juhu. Ha, das Pulver ergibt genau eine Packung. Jetzt sieht die Kaffeepackung aus wie frisch vom Regal. Natürlich. Gut. Ja, klar. Trust me, I'm an engineer. Genau. So, Willi, jetzt vielleicht. Was hört der? Keine Ahnung. Irgendwas Cooles. Willi, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Geil, das ist ja meine Hausmarke. Ja. Das passt wie Dreck auf die Schaufel. Jetzt muss ich morgen nicht selbst loslaufen. Ich mache jetzt sofort die Biege, um das verdammte Maschinchen zu füllen. Gott sei Dank. Danke schön. Ich mach doch morgen. Dieser Willi ist wirklich merkwürdig. Mhm. Gut. Vielleicht kann ich jetzt endlich Frau Dr. Oliver den Kaffee bringen. Yay. Ich werde einen Moment warten, um Willi genug Zeit zu geben, die Maschine aufzufüllen. Okay. Also, in der Zeit kann man also eh dann. Versuchen wir es mal. Ja, aber Gott sei Dank. Ja, das ging ja drei Sekunden. Schnell.
Komm mal, komm mal. Heute noch. Ah, da ist er ja. Aha. Ja, das dauert halt alles ein bisschen. Klasse. Das rote Licht brennt nicht mehr. Sehr schön. Gut, ich nehme einen. Oh. Ist ja nicht für uns. Ich hoffe, dass er wirklich schwarz ist. Okay. So, da müssen wir hin. So, Frau Doktor, ich habe da was für Sie. Kaffee. Ich stirb gleich. Hier, Frau Doktor, trinken Sie den Kaffee. Sie werden sehen. Sie werden sich danach besser fühlen. Besser? Gut. Jetzt, da Sie sich beruhigt haben, können Sie weiterarbeiten. Wir möchten doch nicht, dass die Maya-Ausstellung nicht stattfindet, nur weil Sie Ihre Arbeit nicht geschafft haben. Oder? Aber selbstverständlich nicht. Ich beginne auf der Stelle mit der Arbeit und nicht einmal die Regierung wird mich stoppen können. Okay. Aha. Meanwhile, vor der Tür. Bob der Zwerg. Wie ich sehe, bist du in den letzten Jahren nicht großartig gewachsen. Gustave, der Einäugige. Sieht auch nicht so aus, als ob dein herausgerissenes Auge nachgewachsen wäre. Vorsichtig, Bob. Du spielst mit deiner Rente. Komm auf den Punkt. Sind sie immer noch in dem Museum oder nicht? Genau. Das Auto steht immer noch auf dem Parkplatz. Hey, wir können dort auf Sie warten und Sie einsacken. Sie könnten auf der anderen Seite ohne Wagen entkommen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wir gehen jetzt rein und suchen Sie. Du wartest hier, Bob. Pass auf, falls das Miststück rauskommt. Alles klar, Gustav. Wie du meinst. So. Ich lasse die Doktorin lieber allein, damit sie sich auf die Restaurierung des Kruzifixes konzentrieren kann. Okay. Es ist schon eine Weile vergangen und nach der Freude über den Kaffee bin ich sicher, dass sie das Kruzifix schon fertig hat. Gehen wir mal hinein. Ja, Frau Doktor ist wohl vor lauter Müdigkeit eingeschlafen. Aber wie ich sehe, hat sie das Kruzifix schon restauriert. Genial. Tja. Es sieht jetzt ganz anders aus. Es brauchte wirklich eine Restaurierung. So ein Lebkuchen. Das ist interessant. Sicher können wir jetzt deine genaue Herkunft und Bestimmung in Erfahrung bringen. Okay. Ich muss so schnell wie möglich zum Analyselabor, um mit dem Scanner das Kruzifix zu untersuchen. Mhm. Auf zur Maschine. Go! Piep, piep, bu, 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 bu. Da sind sie schon. Mist, was für eine Nacht. Ja. Noch weitere kleine Kollegen von Clive? Erst die scharfe Tussi mit diesem Milchgesicht Brian. Hab nichts gegen ihn. Er ist zwar ein Milchbubi, aber auch ein netter Kerl. Und jetzt ihr zwei Vögel. Mist. Übrigens, als was habt ihr euch denn verkleidet? Das war ein bisschen überproportioniert. Okay. Der Moment ist gekommen, um herauszufinden, was das Kruzifix verbirgt. Mal sehen, ob ich diesen ultramodernen Scanner bedienen kann. Vielleicht können wir seinen Chef erben. Nein. Also hier rein kann keiner, weil die keinen Code haben. Ja, genau. Aha. Guck mal, das ist Windows 94. Süß. Und es arbeitet und arbeitet und arbeitet. Dann stammt das Kruzifix von den Hopi. Die Hopi sind ein Indianerstamm aus Arizona. Ah. Naja, das ist eine wichtige Information. Andererseits verstehe ich immer weniger, was hier vorgeht. Die Materialien, aus denen das Kruzifix besteht, sind überhaupt nicht wertvoll. Es muss irgendeinen historischen Wert haben. Aber der könnte doch nie so hoch sein, dass jemand bereit wäre, dafür zu töten. Hinter dem Kruzifix muss sich noch etwas anderes verbergen. Stimmt. Brian, schnell, komm mit! Es geht um Gina. Sie ist in Gefahr. Opa. Oh. Hinterher! Oh, sorry, dass ich hier drin war. Es tut mir leid. Oh! Nein! Nein! Er hat gesagt, wenn ich es ihm gebe, wird ihr nichts geschehen. Nein! Aber die, boah. Wie ihr gleich feststellen werdet, sah es ziemlich übel für uns aus. Aber wenigstens wollten die Typen noch etwas von uns wissen. Nämlich, was wir in Erfahrung gebracht hatten. Deshalb ließen sie uns am Leben. Vorläufig jedenfalls. Ach, ey. Dann müssen sie mich bewusstlos geschlagen haben. Ich bekam lange Zeit nichts mit. Mal wieder. Als ich zu mir kam, fand ich mich über den Wolken wieder. Keine Angst. In einem Hubschrauber. Ich hatte grausame Kopfschmerzen. Und als Gina mir von Clive erzählte,
verzweifelte ich. Wegen uns war mein Freund gestorben, wären wir an diesem Abend nur nicht zum Museum gefahren. Ich versuchte, mich zusammenzureißen. Gerade jetzt musste ich einen klaren Kopf bewahren. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer mir das fiel. Wahrhaftig. Mir würde bald das Gleiche wie Clive widerfahren, wenn ich nicht bald etwas unternehmen würde. Der Selbsterhaltungstrieb und der Wunsch nach Rache fanden einen Weg in mein Bewusstsein und vertrieben Clive aus meinen Gedanken. Kurz darauf setzte der Hubschrauber zum Landeanflug an. Ich konnte sehen, dass wir in einem Wüstengebiet landeten. Mitten auf etwas, das wie ein ehemaliges Ölfeld aussah. Sie holten uns aus dem Hubschrauber und brachten uns zu einer alten Hütte. Bald wurde mir klar, dass sie in Wirklichkeit nur an Gina interessiert waren. Sobald wir die Hütte betraten, banden sie Gina an einen Stuhl. Danach kümmerten sie sich liebevoll um mich. Sie gaben mir ein starkes Schlafmittel in Form eines gehaltvollen Schlages auf den Hinterkopf. Als ich aufwachte, war ich leicht benommen und mein Kopf schien zu explodieren. Die große Flucht. Also schön. Wach auf, Brian. Erstmal so ein Schlagring auf dem Tisch. Oh, mein Kopf. Diese verdammten Killer haben mir ganz schön einen verpasst. Ich schwöre, dass diese üblen Typen noch für alles bezahlen werden. Alles. Oh nein. Sie haben mir auch noch alles abgenommen. Die Brieftasche, die Autoschlüssel, meinen Bernstein. Einfach alles. Ich werde mir alles zurückholen. Aber das Wichtigste ist jetzt, herauszufinden, was sie mit Gina gemacht haben. Und aus diesem Schlamassel lebend herauszukommen. Okay. In der Mitte der Tür ist ein ziemlich großer Spalt. Erwartest du etwa, dass der Idiot von nebenan dich rausholt aus dem Schlamassel? Ein tapferer Jüngling. Gerade mal zwei Schläge und er ging zu Boden wie ein Sack Kartoffeln im Winter. Sagt den Sandrettis, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Ich werde nichts von dem verraten, was im Keller des Clubs passiert ist. Dafür liebe ich mein Leben zu sehr. Du bist eine wunderschöne Frau. Und würde es dir nicht gefallen, auch eine zu bleiben? Sollte es so sein. Dann fang lieber an zu reden. Du möchtest doch nicht, dass aus deinem Gesicht ein Picasso wird? Sag den Sandrettis, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Ich werde nichts von dem verraten, was im Keller des Clubs passiert ist. Dafür liebe ich mein Leben zu sehr. Bist du bereits? Ich muss Gina helfen. Diese Tiere sind zu allem fähig. Ja. Okay, den kann man nicht mitnehmen. Was ist das hier? Stofffetzen. Na. Das ist ja mein Hemd. Ach. Diese Bestien haben einen unbrauchbaren Lappen daraus gemacht. Widerlich. Nein, ich fürchte, dass es nicht mehr gepflegt werden kann. Ah ja, was ist das denn hier für ein Poster? Ah, das ist Gina. Es ist so schmutzig, dass man kaum nach draußen sehen kann. Man kann es nicht öffnen. So etwas gibt es. Es wäre sowieso egal. Da sind Eisenstangen davor. Telefon. Das ist ein sehr altes Modell. Würde ich gern, aber es wird nicht funktionieren. Das Kabel ist abgerissen. Stimmt. Ein Sprühreiniger. Den benutzt man, um alles sauber zu machen. Okay. Ich nehme die mit. Aber ich denke nicht daran, hier sauber zu machen. Oh, du Rebell. So. Es ist voller Kleinkram und fast alle Sachen sind alt und in schlechtem Zustand. Ich sehe nichts Brauchbares. Schade. Ein Stück Leder. Was? Da. Lederlappen. Lederlappen. Wie heißt das? Das könnte Batman nützlich sein. Lederlappen. Das stimmt sogar. Ja. Das habe ich mal gelesen. Ja. Fresh Bubbles. Fresh Bubbles. Ah, Bubbles. Die meistgetrunkene Cola in Amerika. Fresh Bubbles. Ja. Sie ist ziemlich schwer. Ich kann sie nicht bewegen, solange sie voll ist. Dadurch läuft das Wasser aus der Kühltruhe ab, wenn das Eis schmilzt. Okay. Warum sollte ich das tun? Stecker ziehen erstmal. Der Stecker ist immer noch in der Steckdose und er scheint zu funktionieren. Die Kühltruhe läuft. Okay. Warum sollte ich das tun? Ja. Die Fensterscheiben sind so verschmutzt, dass kaum Licht durchdringt.
Es ist nur eine Glasscheibe. Das lässt sich nicht öffnen. Ja, außerdem ist es zu klein, um durchzuschlüpfen. Okay. Putz es doch mal. Ja, das ist eine gute Idee. Das Fensterglas putzen, damit die Sonne reinkommt. Aber mit diesem Stück Leder allein wird es nicht gehen. Okay. Ich glaube, ich brauche noch ein starkes Putzmittel für den Lappen. Na gut. Dann mit dem Reiniger benutzen. Fein. Jetzt ist der Lappen putzbereit. Putzbereit. Ja, damit schaffe ich es bestimmt, die Sonne durch das Fenster scheinen zu lassen. Frühjahrsputz. Machen wir das Fenster sauber. Hurra! Die Sonne scheint. Ja, das ist ein schöner Ort. Ja. Wüste. Puh. Kaum zu glauben, wie viel Schmutz da angeklebt hat. Jetzt scheint die Sonne wunderbar hindurch. So. Guck mal raus. Jetzt, wo das Glas sauber ist, kann man nach draußen sehen. Ah, ja. Toll. Sieht alles ziemlich unbewohnt aus. Wie schade. Ja. Warum sollte ich das tun? Ich musste nochmal die Tür. Ja, schieben. Sie ist geschlossen. Mach doch mal auf. Es sind keine Flaschen mehr darin. Aber sie ist randvoll mit Eis. Jetzt vielleicht? Aha. Schon erledigt. Okay. Jetzt beginnt das Eis zu schmelzen. Sehr schön. Vorne. Sauber. Der Stecker ist nicht mehr in der Steckdose, der Deckel ist geöffnet und die pralle Sonne scheint auf das Eis. Ich glaube, dass das Eis im Nu schmelzen wird. Mhm. Nu? Im Nu! Es ist schon einige Zeit vergangen. Schauen wir mal rein. Das Eis ist völlig weggetaut, aber die Kühltruhe ist voll mit Wasser. Aha. Dann mach mal das hier aus. Auf. Ja, so kann ich das Wasser aus der Kühltruhe ablaufen lassen. Fein. Ich glaube, dass ich sie ganz entleert habe. Sehr gut. Kann man die jetzt schieben? Ja. Auf geht's. Jetzt, wo sie leer ist, kann ich sie Warum? Bestimmt bewegen. Schieben. Schieben. Eine ja. Falltür. Eine Falltür. Ich wusste es. Genau. Etwas sagte mir, dass ich die Lösung finden werde, wenn ich die schwere Kühltruhe bewegen ja, ja. kann. Sie ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ich muss versuchen, das Vorhängeschloss vorher abzubekommen. Okay. Was ist das denn hier? Ah, Blechstab. Sie ist aus Eisen und scheint stabil und widerstandsfähig zu sein. Sehr gut, nimm sie. Ja, die kann mir sehr nützlich sein. Sehr schön. Klar versuche ich, die Falltür aufzubrechen. Geschafft! Juhu. Jetzt kann ich aus dieser verdammten Hütte fliehen. Jetzt, da ich das Vorhängeschloss fachgerecht entfernt habe, werde ich sie problemlos öffnen können. So. In Ordnung. Ich glaube, dass ich rauskäme, wenn ich unter die Hütte krieche. Ich muss vorsichtig sein. Ich darf nicht auf der Vorderseite auftauchen. Sie würden mich entdecken. Los geht's. Hurra. Ich bin draußen. Ich verstecke mich hinter dem Felsen dort. Ich muss nachdenken. Nachdenken. Oder Pupu. So nennt man das auch. Ja. Hallo, Ladies. Wo kommst du denn her, mein Schöner? Hallo. Transvestit. Ach, er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um uns zu retten. Um euch zu retten? Aber ich bin derjenige, der... Diese Ratte von Jules schickt dich, oder? Jules? Wartet mal. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich bin gerade aus der Hütte da hinten geflohen. Ein paar Mafiosi haben mich gefangen gehalten. Mich und meine... Und eine Freundin. Ihr müsst mir helfen, sie zu befreien. Ihr Leben ist in Gefahr. Ich war vor einiger Zeit in der Hütte. Wir sahen einen Hubschrauber ankommen und ich ging dorthin, um Hilfe zu holen. Aber ein Typ mit einer Augenklappe sagte mir, dass ich verschwinden solle. Er meinte auch, dass ich mich nicht nochmal blicken lassen soll, wenn ich nicht als Geierfutter enden will. Auch wir sind in Schwierigkeiten, wie du siehst.
Wir sind Künstlerinnen und machen eine Tour durch das ganze Land. Seit mehr als einer Woche ist unser Bus kaputt. Er ließ uns mitten in der Wüste im Stich. Der Fahrer, der uns auf dieser Tour begleitete, ging auf Hilfesuche. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ich wette, dass dieser Schweinehund mit dem ganzen Geld, das wir ihm gegeben haben, auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Jules sagte, dass er eine Abkürzung durch die Wüste kennt und wir dadurch schneller in Las Vegas ankommen würden. Höchstwahrscheinlich hat das Schwein alles vorher geplant und er selbst hat den Bus zerlegt, um mit dem Geld abzuhauen und uns loszuwerden. Ich verstehe. Eure Lage ist nicht besser als meine. Aber bestimmt können wir gemeinsam einen Ausweg aus dieser heiklen Situation finden. Vielleicht. Für mich ist das Wichtigste, Gina zu befreien. Diese Typen sind gefährlich und können sie jede Minute erledigen. Ihr müsst mir helfen. Versteh's bitte nicht falsch. Aber von Tag zu Tag vertraue ich schönen Typen wie dir immer weniger. Wer ist Gina? Warum wird sie in der Hütte gefangen gehalten? Wer sind die Typen, vor denen du angeblich fliehst? Und vor allem, wer bist du? Das ist eine lange Geschichte und wir haben keine Zeit. Glaubt mir, ich gehöre zu den Guten. Und ich kann euch versichern, dass diese Typen sehr böse sind. Helft ihr mir? Übrigens, ich heiße Brian. Ich bin Brian. Und ich Mariola. Aha. Ich bin Lula. Und, ja, wir stehen auf, zu dir. Hast du schon irgendeinen Plan? Einen Plan? Klar, einen Plan, um deine Freundin zu befreien und uns alle von hier wegzubringen. Alle. Sie ist nicht meine Freundin und, ja, ich habe noch keinen Plan ausgearbeitet. Sie ist nicht deine Freundin? So ein hübscher Junge wie du hat keine Freundin? Dir gefallen keine Mädchen. Das ist es, oder? Okay, okay. Sie ist doch mein Mädchen. Okay. Und ich glaube, dass ich schon einen Plan habe. Doch? Lasst mich ein bisschen nachdenken. Ich möchte ihn reifen lassen. Ausreifen? Reifen? Währenddessen übe ich meinen neuen Tanzschritt. Ja. Und ich kehre zu meinem Sonnenbad zurück. Ich werde mich noch eine Weile ausruhen. Ich bin erschöpft. Ja. Er muss denken. Ich hab's. Eureka. Hört mal, möchtet ihr nicht meinen Plan hören? Besser du erklärst ihn uns, wenn er komplett ist. Einverstanden, mein Süßer. Okay. Schon gut. Ich wollte euch nicht damit langweilen. Mal sehen. Das gehen ist doch wir der den Bus. Plan nochmal durch. Das ist der Plan. Ich muss die Aufmerksamkeit der Killer erregen und sie dazu bringen, die Hütte zu verlassen. In dem Moment muss ich hineinschlüpfen, Gina losbinden und mit ihr durch die Falltür flüchten. Bei ihrer Rückkehr werden die Killer merken, dass Gina ausgeflogen ist. Jetzt tritt der zweite Teil des Plans in Kraft. Die Kerle müssen in der Hütte eingesperrt werden, damit sie uns nicht verfolgen können. Als drittes brauchen wir ein Transportmittel. Zu Fuß kommen wir nie durch die sengende Wüste. Keine Minute verlieren. Ginas Leben ist in Gefahr. An die Arbeit! Okay. Ja, aber bevor wir das machen, speichern wir. Und sehen wir uns in der nächsten Folge.